Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute begrüße ich Sie zum Tag der Pflegenden im Jahr 2021. Schon im letzten Jahr musste ich darauf hinweisen, dass wir durch die Pandemie ganz enorme Verschlechterungen der Arbeitssituation hatten. Unsere Situation war vorher schon nicht gut. Es mussten die Kollegen einspringen, sie mussten plötzlich aus dem Frei zurückgerufen werden. Wir hatten Unterbesetzung, Umbesetzung. Es wurden Kollegen im Schnellkurs angeleitet, um mit Beatmungsgeräten umgehen zu können, was natürlich auch nicht dazu führte, die Sicherheit bei den Kollegen zu erhöhen oder bei den Patienten. Ein Drittel der Kollegen haben in einer Untersuchung, die der DBFK im Dezember nach dem zweiten Lockdown durchgeführt hat, gesagt, dass sie regelmäßig über den Berufsausstieg nachdenken. Das ist auch nicht zu verdenken. Man muss das verstehen, weil die Belastungen so enorm gewachsen sind. Wir hatten schon vorher so hohe Belastungen, aber durch die Pandemie hat sich das Ganze deutlich nochmal zugespitzt. Dabei ist unser Beruf ein Beruf, der viele Möglichkeiten bietet. Ich würde ihn heute immer wieder wählen. Er hat Möglichkeiten des Aufstiegs, er hat die Möglichkeiten, in verschiedenen Feldern zu arbeiten. Kaum ein Beruf hat so viele Facetten zu bieten wie unser Pflegeberuf. Aber wir müssen auch an diesem Tag fordern, dass unsere Arbeitsbedingungen besser werden, und zwar dringend. Wurden die Personaluntergrenzen eingeführt, und man muss wissen, diese Personaluntergrenzen umfassen ja nur den Minimalstandard. Das heißt, es sollen nur Gefahren von den Patienten abgehalten werden. Es geht nicht darum, die Patienten wirklich sicher und gut und vor allen Dingen so, wie sie es benötigen, zu pflegen. Es wurde ein Interimsinstrument erarbeitet, unter anderem vom Deutschen Pflegerat, und dieses dem Jens Spahn überreicht. Bis heute hat er sich nicht durchgerungen, dieses Instrument wirklich auf den Weg zu bringen. Das war die PPR 2.0. Etwas, was gelungen ist, es sieht jetzt so aus, als ob in dem Weiterentwicklungsgesetz für der Gesundheitsversorgung zumindest aufgenommen wurde, dass ein wissenschaftliches Pflegebemessungsinstrument, Personalbemessungsinstrument erarbeitet werden soll. Wir wissen aber auch nicht, ob überhaupt dieses Gesetz, dieses Weiterentwicklungsgesetz, noch überhaupt in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Das ist ein großes Problem. Wir haben die Aussage von durch das Rotgang-Gutachten, dass 20.000 ungelernte Personen in die stationäre Altenpflege eingearbeitet werden sollen. Das bedeutet für diejenigen, die dort schon die Verantwortung tragen, dass sie noch mehr auf andere Aufsicht nehmen müssen und diese anleiten müssen und beaufsichtigen müssen. Der Eigenanteil sollte in der Altenpflege begrenzt werden, gerade in der stationären Altenpflege. Auch das ist bis heute noch nicht verabschiedet. Wir brauchen aber auch das Recht, heilkundliche Tätigkeiten, die wir schon lange beherrschen, wirklich durchführen zu können, wie Wundversorgung, Verschreibung der häuslichen Pflege und auch Verschreibung von Pflegehilfsmitteln und auch Medikamenten. Ein weiterer Punkt, der dringend erforderlich ist und den wir durchsetzen müssen, das können wir aber alle nur zusammen, wenn wir zusammenhalten und wirklich gemeinsam aktiv werden und gemeinsam mit einer Stimme sprechen. Das ist ein Grundgehalt, und zwar ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro, was sich dann staffelt, wenn man Weiterbildung oder eben weitere Entwicklungen vorgenommen hat. Dieses Gehalt wird auch von der Ute Klammer, das ist die Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation, gefordert und vorgeschlagen. Sie setzt das gleich mit dem Gehalt eines Ingenieurs, weil die Pflegenden hohe Belastungen, eine hohe Verantwortung und ein breites Aufgabenspektrum wahrnehmen müssen. Wir haben jetzt die generalistische Ausbildung. Bis heute wissen wir nicht, wie viele Schulen wirklich den Vertiefungseinsatz in der Pädiatrie und in der Altenpflege anbieten. Wir wissen auch nicht, wie viele Kollegen, die eingestiegen sind in die Ausbildung abgebrochen haben bisher. Wir hören, dass es hier große Probleme gibt. Wir hören auch, dass einige Schulen zu wenige Bewerbungen haben, und von einigen hören wir, sie hätten genügend, ausreichend Bewerbungen. Das scheint sehr unterschiedlich in den jeweiligen Ländern zu sein, aber dazu liegen keine klaren Daten vor. Es gibt Probleme mit der Ausbildung im ambulanten Bereich, weil doch viele Patienten ja auch unter der Pandemie nicht per zwei Personen in ihrem Haushalt haben möchten. Ganz dramatisch ist die Entwicklung unserer Kammern.
Ich glaube, ganz viele Pflegenden haben nicht begriffen, wie wichtig Kammern für unseren Beruf sind. Sie haben sogar dafür gesorgt, durch ihre Abstimmung, dass Kammern rückentwickelt werden, sowohl in Schleswig-Holstein wie in Niedersachsen. Der Bericht der Journalistin Panak in der Zeit spricht über die Verzwergung der Pflege. Sie sagt ganz klar, die Pflegenden haben nicht erkannt, welche Macht sie mit diesem Instrument Kammer gehabt hätten. Und sie sorgen dafür, dass sie selbst immer wieder entmachtet werden, weil sie nicht gemeinsam zusammenstehen, weder berufspolitisch in Berufsverbänden, in der Gewerkschaft oder eben auch sich den Kammern gezielt unterstützend anschließen. Und das ist leider ein ganz, ganz großes Defizit unseres Berufes, welches wir in den nächsten Jahren unbedingt angehen müssen. Es muss mehr berufspolitischen Unterricht in den Schulen geben, auch in den Hochschulen. Wir brauchen dringend dieses Wissen, damit Kollegen begreifen, dass nicht der Bäcker oder der Architekt unseren Beruf weiterentwickelt, sondern wir es selber sind, die unseren Beruf weiterentwickeln müssen. Und dafür brauchen wir Macht. Und Macht bekommt man nur, wenn man eine große, starke Gruppe ist. Und nicht ein paar Männekes, die rumlaufen und Herrn Spahn und die anderen versuchen, davon zu überzeugen, wie wichtig es wäre, der Pflege mehr Aufmerksamkeit zu geben. Wir können unsere Stimme nur erheben, wenn wir das gemeinsam tun. Und das müssen wir tun. Es ist dringend an der Zeit, weil uns sonst die Kollegen zusammenbrechen in der direkten Pflege. Ich fordere Sie alle auf, sich zusammenzuschließen. Machen Sie die Kollegen darauf aufmerksam, dass es Berufsverbände gibt, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir gemeinsam den Beruf vorwärts bringen müssen. Ich bitte Sie sehr darum, nämlich sonst können wir Einzelnen im Grunde viel zu wenig bewirken. Wir können froh sein, dass wir überhaupt was bewirkt haben, aber es ist zu wenig. Es ist so wenig, dass es nicht den anderen den Mut gibt, wieder zurückzukommen in den Beruf oder in den Beruf einzusteigen. Ich bitte Sie daher ganz eindringlich, reden Sie mit Ihren Kolleginnen und machen Sie sie darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, dass man sich berufspolitisch engagiert. Angelika Zegelin und German Quernheim haben ein sehr schönes Buch herausgebracht zum Berufsstolz. Und ich finde, das macht viel, viel Mut, weil es nämlich deutlich macht, wie viele Facetten unser Beruf hat. Und sie lassen ganz viele Pflegenden zu Wort kommen, die darüber berichten, was sie Tolles erlebt haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen über das sprechen, was wir schaffen und nicht primär über das, was wir nicht schaffen. Das ist schon genügend, dass wir uns als Verbände den Gedanken dazu machen müssen, wohin es eigentlich alles gehen muss. Aber wichtig ist, wir brauchen auch Ihre positiven Rückmeldungen über Ihre Arbeit, dass Sie berichten in Ihrem Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder auch mal einen Bericht in der regionalen Presse schreiben oder ein Interview geben, wo Sie darauf hinweisen, wie wichtig Ihre Arbeit war. Und sie wird in Zukunft immer wichtig sein. Und jetzt sogar noch wichtiger als früher. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag der Pflege.